So, moin zusammen und weiter geht's schon. Tag 18. Ja, im Geisterhaus war jetzt, in der Kirche war jetzt nicht mehr so viel. Der Schnaps war dem Priester irgendwie nicht gut genug. Ich habe beide Pullen und, die 10 Zigaretten eingetauscht gegen noch 4-mal Tabak. 4 Teile, 6-mal Wasser, 2 Bestandteile. Also ich kann mir die Kippen quasi direkt wieder neu drehen. 10-mal Holz und ein Buch, mehr lag da nicht mehr. Also es lohnt sich nicht mehr, da noch hinzugehen. Pavel hat einige geplünderte Waren aus dem Haus mitgebracht, von dem unser Nachbar uns erzählt hatte. Ja, noch mehr Zucker für Schnaps und noch mehr Tabak für Kippen. So, sind wahrscheinlich alle hungrig. Kommt mal ran hier. So, Biografie. Es war sehr heiß und die Leute standen Schlange, um Wasser zu holen. Ich war mit meinen Eltern und Tadei dort. Plötzlich war da ein heller Blitz und ich verlor das Bewusstsein. Später erfuhr ich, dass eine Mörsergranate in unserer Mitte explodierte. Mein Bruder und ich wurden dabei verwundet und meine Eltern starben. Ich musste meinem Bruder erklären, dass es sie nicht mehr gibt. Könnt ihr euch vorstellen, eure Eltern im Alter von 6 Jahren zu verlieren? Nee. So, sehr hungrig. Es wird mit jedem Tag schlimmer. Ach komm. So, der nächste bitte. Sehr hungrig, leicht verletzt und müde. Leicht verletzt, ab ins Bett. Er ist auch traurig. Mal gucken, wie viel Bestand? 2 nur. Okay. Dann kannst du mal direkt Kippen weiter drehen. Hungrig, traurig, ab ins Bett. Und sie ist leicht krank. So. Ja, mache ich nochmal die letzten 8 Kippen. Ich kann auch noch 3 Flaschen Schnaps herstellen. Mache ich das mal, dauert ja ein bisschen. Und das Fleisch oben ist fertig. Ja, mit Bestandteilen ist schwierig. Also, wenn ich in der Schule noch weiter klauen gehe, dann werden die Leute noch trauriger. Das wollte ich eigentlich vermeiden, weil wenn sie deprimiert sind, dann wollen sie irgendwie nichts mehr machen oder unterbrechen ständig ihre Aufgaben, die sie gerade dabei sind zu erledigen. So, du flitzt einmal nach oben. Und ansonsten würde ich mir mal das Doppelhaus anschauen. Ich muss nur halt ja, auf die sichere Seite erstmal rüberkommen, aber ich glaube, wenn ich da bin, dann ist das schon ganz in Ordnung. Da gibt es dann bestimmt auch noch einiges zu holen. Würde ich eine Säge einpacken, das Stemmeisen und eine Schaufel. Und dann schauen wir uns da mal um. Dünger geht uns auch langsam aus. Für die Rattenfalle. Nochmal ran ans Radio. Die Stadt Pugoren leidet an einem extremen Mangel an lebensnotwendigen Vorräten. Wenn das so weitergeht, werden die Einwohner bald zu plündern und durchsuchen die Stadt nach all dem, was sie gebrauchen könnten. Ja, das ist eigentlich schon Gegenwart. Die meisten Tiere sind von den Straßen verschwunden. Denken Sie daran, falls Sie Fleisch von zweifelhaften Händlern kaufen. Ja, ich bin auch so ein zweifelhafter Händler. Wir holen unser Fleisch auch aus Rattenkäfigen. Aber sie kann noch mal Essen vorkochen. So eine Doppelportion. Wenn das Wasser nicht alle wäre. Und ein Wasserfilter habe ich nicht mehr und bauen kann ich auch keinen, weil wir keine Bestandteile haben. Auf jeden Fall brauche ich diese Teile erstmal nicht mehr kaufen. 29 davon. Was habe ich mir denn dabei gedacht, ey? So, hungrig, leicht krank. Sie erholt sich, sie ist im Quarantänezimmer hier nebenan. Er ist einfach nur hungrig und traurig. Er ist leicht verletzt und erholt sich. Wie so ein Lazarett hier unten. So, und sie geht jetzt auch ins Bett und dreht nicht weiter, sonst ist sie zur Nacht hin nicht mehr fit. Ich weiß nicht, ob man das Piepen gerade im Hintergrund gehört hat. Das war so ein Zwischensignal vom Backofen, der ist jetzt wohl auf Temperatur.
Und ja, ich mach mal schön Pommes mit Cordon Bleu. Und hier hungern unsere Leute. Ja. So, und der Schnaps ist... Ach, wer ist denn da ausgeschlafen? Anton, cool. Dann gehen wir direkt weiterarbeiten. Zehnmal Tabak. Das heißt 40 Zigaretten. Aber ich brauche auch einen Bestandteil dafür. Also ein Tabak und eine Zigarette bringt, glaube ich... einmal Tabak und ein Bestandteil bringt, glaube ich, 4 Zigaretten. Also bräuchte ich dann auch 10 Bestandteile, um 40 Zigaretten drehen zu können. Werde ich nicht machen. Jedenfalls nicht auf Schlag. Die Bestandteile brauche ich jetzt dringender für anderen Kram. Zum Beispiel die Werkstatt ausbauen, damit wir den Helm reparieren können, damit die Leute auch ein bisschen robuster sind beim Kämpfen. Dann wird es halt immer kälter. Ich wollte mich ja um den Ofen kümmern. Wollte ich nochmal schauen, was ich dafür jetzt brauche. Holz habe ich genug, sogar für 3 Öfen. 18 Bestandteile. Gut. Dann würde ich sagen, Tag beenden. Rein in die Nacht. Er ist leicht verletzt und pennt. Er kann Wache stehen und sie pennt auch. Sie geht plündern. Und zwar gehen wir ins Doppelhaus, wollte ich. Die eine Hälfte ist eine Ruine, in der anderen leben allerdings Leute und Gefahr ist da, also ich darf mich nicht erwischen lassen. Da ist Vorsicht geboten, hier ist möglicher Handel, da ist Gefahr, da ist, ja, ich weiß nicht, überall gefährlich. Daumen drücken. So, die Säge kommt mit, Stemmeisen mit, Schaufel kommt mit. Dann haben die zu Hause zum Kämpfen noch die Axt. Und ja, mir wird jetzt schon ganz, ganz mulmig. So, ich verstecke mich hier kurz mal. Ich weiß nicht, ob die mich von oben sehen können, wenn ich mich versuche, hier gleich durchzuschleichen. Ach schön, sind 3. Oder 2 und eine Ratte. Oder einer und 2 Ratten. Und da muss ich rüber. Wenn ich da erstmal angekommen bin, ist alles gut. Okay, die bewegen sich nicht. Er plündert im Innenhof. Mistkerl, was will er von uns? Pozena wird ihn erschießen, sobald er ihn sieht. Okay, da darf ich auf jeden Fall nicht hin. Hier ist einer, der mich abknallen wird. Dünger! Eben noch drüber geredet. Dann gehe ich mal runter. Die haben mich zum Glück nicht gesehen. Hätte ich eigentlich mit gerechnet, dass es hier jetzt richtig Halligalli gibt. Ich sollte vom Bartschrank einige Pillen nehmen. Gut, hier ist ein Wasserbecken. Uninteressant. Da möchte ich hin. Zeig dich. Nee, tue ich nicht. Spinnt's ja wohl. Ich will ja nicht hoffen, dass ich hier irgendwie über den Balkon weg muss. Dass der dann auf mich schießt. Na toll, da ist irgendwie noch jemand. Ich hoffe ja, dass es eine Ratte ist oder irgendein harmloser Obdachloser. Kann ich hier hoch? Yes. Noch eine Säge. Na toll. Da ist zum Glück die Tür zu. Da sollte er mich nicht erwischen. Und das ist eine Ratte. Das ist auch eine Ratte. So, die Frage ist, wenn ich hier hochlaufe und nach links, schaffe ich das oder erwischt er mich? Lieber nicht. Das ist keine Ratte. Mal sehen. Ach, scheiße, okay. Kann ich hier durch? Nein, ich brauche noch eine Säge, um an den Kühlschrank zu kommen. Gut, dann gehe ich hier erstmal gucken. Alles nehmen. Leider nicht so viele Bestandteile, wie ich gehofft habe. Gehen wir mal nach oben. An der Wand stehen unbeholfene Buchstaben. Hanna, Thomas und ich sind bei Onkel Radu eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf. Petra. Hi.
Wer ist da? Oh, ich dachte, du wärst einer dieser verrückten Mädchen. Okay, scheint nicht gefährlich zu sein. Ja, geh nicht auf den Balkon. Böse Prognose meinerseits. Wir finden gleich raus, ob der Scharfschütze uns hier sieht oder nicht. Oh, doch nicht. Geht nach oben. Okay, dann ist alles gut. Ja, die Tür ist nämlich von hinten verrammelt und hier liegt nichts. Also habe ich auch keinen Grund, hier auf den Balkon zu klettern, wenn da ein Schütze ist. Dann gehe ich lieber hier nochmal gucken. Ja, okay, da gehe ich erstmal nicht gucken. Nur Abfall. So, Bestandteile, ne? Gut, auch gut. Zeig dich. Aus dem Winkel sollte er mich hier eigentlich nicht sehen. Oh, guck mal. Da ist noch jemand. Zweimal Holz. Es ist ruhig. Okay, bis hier scheine ich sicher zu sein. Ein Bestandteil. Okay, dann lasse ich das Holz mal alles hier. Auch das lasse ich hier und das lasse ich hier. Ich gehe nämlich hier gleich hin. Sobald er aufgeraucht hat, hat er überhaupt eine Waffe? Nee, ist eine Frau, unbewaffnet. Das ist aber ein Schütze. Da liegt was. Versteck dich nicht. Okay, er sieht mich nicht. Ein Bestandteil. Und dafür riskiere ich mein Leben, ey. Spinnst ja wohl. Aber auf den Balkon gehe ich definitiv nicht. Dann komme ich morgen nochmal wieder mit einer Säge. Gehe hier an den Kühlschrank. So, was war hier noch? Mal sehen. Okay, Munition. Die bringe ich mal auf einen Haufen. Hier oben lag ja irgendwie noch was an Munition. Yes. So, alles nehmen. Einen nach unten. Da oben auf dem Dach habe ich auch abgegrast. Dann lege ich hier die Munition auf einen Haufen. Das kann weg. Also, was heißt die Munition? Die Bestandteile. Obwohl, mehr kann ich gar nicht mitnehmen. Dann nehme ich das sonst mit. Die Hülsen. So, jetzt mal. So, wie sieht's hier aus? Zeig dich. Ja, mit Sicherheit nicht, du Penner. Auf jeden Fall liegt hier unten noch ein bisschen mehr. Morgen komme ich wieder. Nach links kann ich zum Glück auch weg. Ich hoffe auch, dass ich nächsten Tag von links wiederkomme. Es wäre jedenfalls schlauer, als von rechts da irgendwie reinschleichen zu wollen. Tag 19. Ja, das Doppelhaus gibt es ja noch in einer anderen Variante, in der man links anfängt und rechts ist man dann zum Handeln eingeladen quasi. Wir wurden ausgeplündert. Das Wetter wurde leicht verletzt, aber sie haben nichts geklaut. So, noch mehr Teile, noch ein bisschen Holz, Waffenteile, Elektroteile, Dünger. Hungrig, traurig, müde. Leicht verletzt, erholt sich. Leicht verletzt, erholt sich. Hungrig und müde. Hungrig, traurig, müde. Ja, bauen kann ich eh nichts. Wie viele Bestandteile habe ich mitgenommen? 6. Dann baut er mal 2 Wasserfilter. So, dann sind die Bestandteile zwar wieder weg, aber dann kriege ich wenigstens Wasser für die Lebensmittel. Und eigentlich könnte mal wieder ein Händler hier aufschlagen mit dem Schnaps und den Kippen, die ich hier habe. Wäre das eine gute Ausgangsbasis, um von ihm Bestandteile abzukaufen.
30 Bestandteile und die Wärmelampe. Ich habe ja genug Elektroteile mitgenommen. Vielleicht kann ich mir so eine Lampe bauen. Und mit Glück kommt ein Händler. Der hat dann vielleicht 30 oder 40 Bestandteile. Die würde ich ihm dann nach Möglichkeit alle abkaufen. Jo, Tatsache. Dann baue ich sowas direkt. Und dann gegebenenfalls noch einen Mixer hier für die Werkbank. Und eine Säge herstellen. Und? Wer ist er dann? Ich glaube, das ist... Ja, das dürfte der Händler sein. Es ist jemand an der Tür. Ja, pass auf. So. Er ist... wieder auf den Beinen. So, und zwar holt er jetzt einmal den Schnaps ab. Dann macht er noch die Säge für sie und dann hat sie ein bisschen Zeit zum Handeln. So, Schnaps, nein. Du machst die Säge und du gehst handeln. Und für die Säge brauche ich 2 Bestandteile. Er hat 26. So, die hätte ich gerne. 1, 2. Sehr gut. Ich hatte gedacht, mindestens 3 Flaschen. Wenn nicht sogar alle 4. Das ist doch super. Wir können uns einigen. Ja, jetzt muss ich nur ein bisschen reduzieren und was anderes Teures holen. Das reicht nicht. Sehr großzügig. So, was kriege ich jetzt noch mit von ihm? Was auf ein Feld passt. Sonst mache ich das anders. Guck mal, jetzt werden Bestandteile reduziert. Wir können uns einigen. Reicht nicht. Gut, dann ist das der erste Deal. 4, 8, 12, 16, 17 Bestandteile und eine Möhre. Gegen 2 Flaschen Schnaps. So, jetzt fängst du an mit der Säge. Und dann hätte ich gerne noch die anderen Bestandteile und ein ganzes Wasser. Und wo ich gerade dabei bin, die 4 Konserven. Ist doch wohl ein Scherz. Ja. Nee, guck mal. Kaffee. Reicht nicht. Okay, du bist aber gierig da. Reicht nicht, okay. Ich würde sonst nochmal... ja, eine Dose weniger dann wahrscheinlich. Ich habe gerade überlegt, sonst Bestandteile rauszunehmen, dann unten gleich kippen nachzudrehen. Um dann nachverhandeln zu können. So, alle Bestandteile. Das brauche ich nicht. Sehr großzügig. Reicht nicht. So, gut, wir können uns einigen. Reicht nicht. Vielleicht kann ich noch irgendwas rausquetschen. Irgendwas Kleines. Gut, dann wäre das der zweite Deal. Ja. Wasserfilter, genau. Wasserfilter hatte keine. Brennholz habe ich auch nicht mehr so viel. Und handeln. Fleisch habe ich 4-mal. Rattenfalle arbeitet. Passt. Guti. Unsere Sachen. Ich habe nur 4-mal Wasser und 4-mal Zucker. Ich könnte jetzt... Obwohl, nee, das reicht. Oder gibt es da noch irgendwas, was ich gut gebrauchen könnte? Holz eigentlich nicht. Nee. Höchstens Brennstoff, aber ich habe jetzt nichts mehr zum Handeln dafür. Ich müsste erst wieder Kippen drehen, dann wären die Bestandteile wieder weg. Ich brauche ja noch mehr. Dann nicht, dann war es das für heute. So, du baust uns den Ofen. Yeah, endlich ist es soweit. Hier unten rein. Und platzieren. Er ist leicht verletzt. So, dann geht er ins Bett. Und sie geht ins Bett. Und den Ofen baut er. Er musste nämlich gleich wahrscheinlich aufwachen. 8 Bücher haben wir. Das ist echt cool. So, die Baustelle für den Ofen steht. Alle schlafen. Unsere Sachen. So. Wir haben einen Sessel, doch es fehlt uns an Stühlen. Wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben ein Radio hergestellt und hören es gerne. Slata ist ein echter Glücksfall. Wenn sie sieht, dass jemand traurig ist, tröstet sie die Person.
Wir sind froh, dass wir einige Bücher haben. Lesen hilft einem, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben bietet mir etwas Trost in diesen schwierigen Zeiten. Wir haben alle Löcher in den Wänden mit Brettern zugenagelt, die Tür verstärkt und ein improvisiertes Alarmsystem installiert. Die meisten Angriffe von Banditen sollten wir abwehren können, selbst wenn wir im Schlaf überrascht werden. Hört sich doch gut an. So, dann leicht verletzt. Leicht verletzt. Müde. So, und er müsste eigentlich gleich aufwachen. Sobald das der Fall ist, kann er eigentlich mal Essen kochen. So, Dünger habe ich auch wieder ein bisschen gefunden. So. Sehr cool. Achso, die Lampe hatte ich gerade gebaut, ne? Ja, UV-Lampe. Gut. Ich würde so bald wie möglich auch den Ofen schon verbessern wollen. Wer weiß, wann es Winter wird. Dass ich dann schon den Ofen fertig habe, den verbesserten. Die sind dann vom Brennstoff her ein bisschen entspannter. 20 Bestandteile, ey. Also mit Bestandteilen wollen sie es echt wissen momentan. Gucken, ob es eine neue Biografie gibt. Nee. Gut, dann geht er nochmal ins Radio. Danach setzt er uns nochmal Wasser auf. Lebensnotwendig. Ist irgendwie alles nix. Draußen ist kalt bewölkt. Gut. Wasser. Achso, ja. Musik hätte ich mir wieder anstellen können, habe ich vergessen. Ich hoffe ja, dass Zigaretten langsam zur Mangelware werden. Obwohl, so wie wir den Markt überschwemmen, würde der Fall eher nicht eintreten. So, ab nach unten. 2-4 Mal Essen müsste ich herstellen können. Cool, passt. Dann haben wir schon wieder Futter für morgen. Heute Nacht gehe ich nochmal in das Doppelhaus und schaue, dass ich da die linke Seite, den Kühlschrank und so weiter komplett leer räume. Und ich will nicht hoffen, dass der Scharfschütze vom Balkon aus mich irgendwie erwischt. So, und die letzten Bestandteile kloppe ich auch wieder auf den Kopf. Für 12 Kippen und einen Wasserfilter. Herstellen. Kann ich auch nochmal... Nee, habe ich nicht. Kein Wasser mehr. Bestandteile und einen Mixer. Vielleicht kann ich noch mal einen Mixer herstellen. Mal gucken, wie viele... Tatsache, ich habe noch genug Elektroteile. Dann baue ich schon mal einen Mixer. Dann habe ich hier alles. Setz dich mal. Die Nacht. Und es gibt zwei neue Gebiete. Ne, drei sogar. Hauptplatz. Das Stadtzentrum war einmal so schön. Parks, Plätze und Monumente umringt von alten Gebäuden. Der Krieg hat von diesem Gebiet seinen Tribut gefordert. Es gibt allerdings einen Marktplatz, wo Leute miteinander handeln. Vielleicht finden wir dort die Sachen, die wir brauchen. Vorausgesetzt, wir können etwas im Tausch anbieten. Das wäre auch noch cool.
Lagerhaus. Dies war einmal der Lagerraum eines großen Ladens. Hier wurde eingebrochen und die besseren Sachen sind schon lange weg. Wir können aber immer noch ein wenig Nahrung und vielleicht auch ein paar andere nützliche Sachen finden. Aber Vorsicht, eine kleine Gruppe von Banditen hat in dem Lagerhaus Unterschlupf gefunden. Und der Hafen. Der Binnenhafen war früher die sicherste Art, aus Pogoren zu entkommen, bis die Armee Suchscheinwerfer installierte und anfing, alle Schiffe anzuhalten, welche die Stadt verlassen wollten. Und alle erschoss, die dem Befehl nicht nachkamen. Nee, ich möchte einmal nochmal ins Doppelhaus. Die Säge muss ich einpacken, sonst wäre der Besuch ziemlich sinnlos. Und einen Dietrich nehme ich mit, denn vielleicht schleiche ich mich nochmal in die rechte Seite. Ich glaube zwar nicht. Ich nehme ihn mit. So viel ist eh nicht mehr zu holen. Ja, und ich starte wieder auf der rechten Seite. Ey, das ist doch so echt zum Kotzen. Ich brauche etwas frische Luft. Oh Gott. Ab nach links. Oh, da ist jemand runtergeklettert. Ein bisschen windig heute. So, ab nach oben. Und hier durch. Dann habe ich noch die beiden Sachen zu mitnehmen. Hier wäre noch was auf dem Balkon, aber ich weiß echt nicht, ob der Typ auf mich schießt da hinten. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen sollte. So, Gegenstand ist kaputt. Ran an den Kühlschrank. Zwei Dosen. Ui, das ist immer wunderbar. Vielleicht ist da noch etwas Feuerholz übrig. Habe ich hier gerade gefunden. Ach, verdammt, die Axt hätte ich mitnehmen können. Ja, die Axt wäre nicht schlecht gewesen für Feuerholz. Jetzt, wo er es gerade sagt hier oben. Nur ist zu spät. So. Ich gehe mal nach oben. Laufe aber sofort nach unten, wenn ich merke, da zielt einer. Ja, der hat sofort nach oben gezogen. Was für ein Penner, ey. So. Munition oder Patronenhülsen, Schießpulver, wie auch immer. Ist jemand die Tür berührt? Seltsam. Oh, da ist jemand. Alle drei. Sind mir auf die Schliche gekommen. Ich hau hier ab. Das ist mir zu unsicher. Gegen vier Leute, schwer bewaffnet. Da versuche ich gar nichts weiter. So, Tag 20. Errungenschaft. We made a stand. Was auch immer das heißt. Hier mache ich einen kleinen Cut. Und dann geht's beim nächsten Mal spannend weiter. Viel Spaß weiterhin. Und ciao.